Ich habe ihn geholt! Ja. Max Markov stellt sich! Ich bin da, Leute. Warte, ich muss erst mal auf Recording drücken. Stop Recording. So, wunderbar. Wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu einer neuen Runde Fortnite. Heute zocken wir mit Johnny Age of Empires. Ein Game, was ich übelst lange nicht mehr gespielt habe. Same. Was ich insane lange nicht mehr gespielt habe. Also ich glaube, Age of Empires hat ja tatsächlich eine relativ harte Community. Und eine relativ gute auch. Und wir mögen euch alle. Aber ihr mögt uns vielleicht nicht mehr. Wir sind extrem scheiße, aber da müsst ihr durch. Da müsst ihr halt wirklich einfach durch, weil wie sollen wir gut sein in einem Spiel, was wir seit 78 Jahren nicht mehr gespielt haben? Na, das ist halt einfach impossible. Ja, das ist wirklich impossible. Aber das ist okay. Ich muss jetzt mal, wie gesagt, mit dem Menü und so weiter klarkommen. Beziehungsweise mit den Mechanics. So, wir haben 1-1er gewählt, eine kleine Karte. Wir werden uns sofort gegenseitig... Ich weiß auch gar nicht, wie es dazu kam. Eigentlich war ich der Meinung, wir spielen ein bisschen gegen KI und am Ende fetzen wir uns weg, aber Maxim ist halt ein kleiner... Nee, wir haben gedacht, das Einstiegsgame machen wir für euch so geil, wie es geht und böllern sofort. Ja, ich glaube, dass Maxim Klamm heimlich trainiert hat, weil er hat eben schon als... Ich komme quasi online, ne? Und er sagt, ich bin schon in-game und sagt, ich teste Einstellungen und auf einmal sagt er, oh, Einheiten anwählen ist ja hier ganz anders, als ich es kenne. Und ich denke mir nur so, warte mal... Ja, warte mal, warum ist der denn schon bei Einheiten anwählen? Also, ich habe da einen ganz ekelhaften Verdacht. Nee, also du kannst ja bei mir bei der Zeit gucken, die ich investiert habe zum Zocken. Ja. Okay. Boah, da wirst du feststellen, dass ich da relativ smooth bin. Ich weiß, was du mit smooth meinst, weil es so ein... Begriff ist, der ja relativ sinnlos gewählt ist, aber hey. Nee, es ist halt einfach nur smooth transition. Maxi, ihr müsst generell mal mehr darauf achten, was Maxim ab und zu sagt. Das sind ganz oft Dinge, die einfach keinerlei ansatzweise Sinn ergeben. Sinn ergeben. So, na gut. Dann muss ich jetzt wohl die ersten Bogenschützen zu dir schicken. Du hast noch keine? Du bist so dumm. Du bist einfach ein Idiot. Ja, warum nicht? Hä? Ja, okay. Wie läuft's bei dir? Erzähl mir so ein bisschen. Ich kann das Spiel gar nicht. Ich baue ja auch nicht. Also, ich meine, ich gebe es zu, ich fokussiere mich gerade echt auf Nahrung und so ein bisschen auf Erkunden. Das würde ich. Bei Nahrung, habe ich gehört, ist relativ important. Ja, findest du? Ich habe gehört, ist völlig useless. Völlig useless, sagst du? Ja, ich find's irgendwie halt okay. Ich würde mich an deiner Stelle nicht auf Nahrung fokussieren. So, ich lass dich mal erkunden. Hallo. So. Habe ich einen Nachteil dir gegenüber? Nee, ne? Komplett gleich. Mal gucken, was passiert. Wir gucken einfach mal, okay? Ich hab keine Ahnung. Ich guck nicht mal hin. Ich trau mich nicht mal hinzugucken. Ja, ich hoffe natürlich, dass ich nicht verliere. Jetzt wird's halt spannend. Lebst du noch? Ja! Yeah! Nein, was? Die Franzosen sind stark! Also jetzt machst du dich ja auf vielen Ebenen lächerlich. Nee, jetzt mache ich mich ja wirklich auf unbeliebt, aber ist okay. What the fuck? Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr erkunden, weil das Spiel gedacht hat, gebe ich dir mal eine ins Gesicht, ne? Gebe ich dir eine mal auf den Mauletten. Geiler Scheiß, ey. Oh, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht von irgendeinem random Wolf gefressen werde, weil ich glaube, ich halte nur noch einen Hit aus. Lol, hier ist eine natürliche Steinwand, die wirklich im Weg ist. Ja, das, auch noch nicht das gibt's. Ja, ich habe kein Scout mehr. Ich habe das Gefühl, das könnte ein minimaler Nachteil sein. Ich meine, das Gehirn... Alter, Maxim. Ist bei dir schon mit einem minimalen Nachteil. Aber du bist von hier gekommen, ich erkunde jetzt einfach mal weiter. Ich hab halt sehr viele Fehler gemacht, muss ich sagen. Und das merke ich allerdings leider erst jetzt. Kosten so eine scheiß 100 Holz kostet so eine Hütte. Ja, die Mühle, da bist du also gerade auch dran am Verzweifeln. Die Mühle nicht, ne. Ich töte erstmal 1 Million Schafe, weil Schafe sind im Early Game okay. Tja, ich habe meine Schafe schon alle down. Der neue Sammeln, Junge. Ja, kann ich ja nicht mehr. Oh, das ist leider strategisch wirklich dumm von dir gewesen. So, die Mühle kostet auch 100. Aha! Hey, ist aber wirklich teuer. Muss ich erstmal eine kurze Holzparty feiern. Ah, seht ihr, ich bin da noch nicht so... Hey, Leute, ich habe hier auch keinen blassen Dunst. Da, ich brauche jetzt mal trotzdem noch einen Arbeiter.
Das Problem ist halt wirklich, dass er das eben überlebt hat. Hattest du schon auf mich geklickt quasi? Ich habe gar nichts gemacht. Doch, ich habe auf dich Rechtsklick schon gehabt, ja. Ich dachte, ich lasse dich einfach für mich erkunden. Das war so der Plan. Alter, die hacken gerade so krass den Baum hier kaputt. Bei mir blocken die sich einfach nur massiv gegenseitig. Die sind halt fucking retarded. Also die blocken sich halt wirklich not even nice. Die blocken sich nicht nice, ne. Das kann man wirklich nicht sagen. Holy shit, das läuft gerade nicht gut. Okay, also bis jetzt sieht alles scheiße aus. Ah, das ist gut für mich. So, ab zur Nahrung, Junge. Ab zur fucking Nahrung. Okay, aber das heißt, bis jetzt ist mit deinen Schafen fertig, ne? Ja gut, ich habe ja ungefähr 1 Million Schafe gefunden. Ja. Nee, das brauchen wir nicht. Ah, warte mal. Das Ding. Alter, ich habe aber auch hier... Also ich habe hier echt einiges gefunden, muss ich sagen. Ging das jetzt nochmal? So. Aber was brauche ich denn hier für die nächste Zeit? Okay. Das ist jetzt zumindest eine etwas schönere Aussicht. Holy shit, Alter. Der Anfang war jetzt echt grauenhaft bei mir. Oh, ich hätte echt viel Essen, ne? 500, Alter. Wer soll denn das haben? Das ist halt wirklich einfach nur dumm. Da werden wir halt einfach nie in die neue Zeit kommen. Nee, werden wir auch nicht. Außer. Ist mein Jäger, ist mein Dings tot? Nee. Oh, ich dachte schon, ich hab ein Schaf gefunden. Meh. Das ist definitiv zu viele Schafe. So. Okay. Na gut, ist ja Zeit für die nächste Zeit. Oh, hallo. Is that the base though? Also du hast auf jeden Fall deine Gegend nicht so richtig erkundet. Oh, so close. Was denn? Hat du es nicht irgendwo reingeschickt, oder was? Du hast es nicht mal mitbekommen, ne? Ja, aber das ist ganz schlecht am Anfang. Also mir haben Pros gesagt, das ist nicht gut. Ja, es ist doch gut, weil du hast ja so wenig, dass ich dich quasi instant zerstören konnte. Aber du hast leider die Hits ausgehalten. Ausgehalten? Junge, der hat nur 1 HP gehabt. Ja, aber der... Hat trotzdem nicht geklappt, also. Was soll ich dir sagen, ne? So, einen brauchen wir noch. So. Ist der eigentlich Nahrung hier? 20. Oh, ist doch ganz schön viel. Bist du eigentlich noch nicht in der neuen Zeit? Du bist auch noch nicht in der neuen Zeit. Ich bin in der neuen Zeit. Nein, Guck doch unten rechts. Der ist nichts. Doch. Maxim, dunkle Zeit, Johnny. Feuerzeit. Du hast also alles auf Fieden gesetzt. Aber wie viel Arbeit hast du? Wie viel hast du? Ich hab 22. Ich hab mehr. Du hast nicht mehr. Natürlich. 22 ist in der Phase doch ein Kackwert. Du bist ein Kackwert. Ach, Maxim. Machen wir nur mit dir. Jenny, du lügst nur, weil du mich unsicher machen willst. Warum soll ich lügen? Was hat das für einen Vorteil für mich? Na gut. Wo ist halt wirklich ohne einen Akunda, ist es halt... terrible schwer, hier irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Einige haben noch zurückgeblieben, ist, ne? Das ist noch schlimmer. Geht, ne? Da habe ich jetzt noch nicht so viele Probleme. Ich raff's nicht, ja. Dass der gestorben ist, ich hätte dich einfach nicht fighten sollen. Das hat echt ein brutaler Nachteil. Ja, na gut. Ist halt einfach nur ein dummer Schmocksohn, ne? Sie werden angegriffen. Alter, wieso habe ich hier überhaupt einen Hafen gebaut, wenn hier überhaupt kein Fisch ist? Eieieiei. Los. Ist natürlich eine angespannte Ausgangslage hier. Deine Bürger fühlen sich wohl. Was brauchst du denn da? Brauchst du da einen Turm hin? Bist du dumm? Hast du irgendwie Material? Die Alternative ist, mich weiter von dir nerven zu lassen. Ja, der Anfang lief jetzt echt nicht so, wie er hofft, muss ich sagen. Da,
Vor allem, ist das nur Beobachtungsturm? Ich glaube, der kann nicht mal Schaden machen, oder? Doch, ja, der schießt. Gott bless, ey. Der schießt halt terrible. Alter, was macht der denn? Ja, der hat keine Ballistik. Der hat keine Ballistik, der hat nix. Der hat kein Gehirn. Na gut. Ach, Maxim. Der schießt einfach die ganze Zeit. Trifft einfach gar nichts. So, na gut. Dieser Mangel der Off-Deck-Trupp hat mich echt. Ist echt annoying. Der hat dich echt verwirrt, ne? Ja, aber ich halt. Ich finde halt nichts, ne? Sie werden von wilden Tieren angegriffen, ne? Du willst mich doch verarschen, ey. Ich werde von wilden. Dass das Spiel dich einfach schon als wildes Tier bezeichnet, ist halt nicht krass. Das ist halt geil, ne? Scheiß, ich brauch Häuser. Alter, es läuft halt wirklich absolut beschissen. Absoluter Garbage. So, na gut. So kann man das halt wirklich bezeichnen hier. Mehr Häuser. Bauen Sie mehr Häuser. Leute, es tut mir leid, dass ihr das hier gerade so mit angucken müsst. Aber ich bin halt auch aufgeregt als fuck so. Ja, Alter, ich habe einfach meinen Scout verloren. Hatte dann irgendwie nur 6 Schafe oder so. Sie werden angegriffen. Ja, du Lümmel, Alter. Na gut, ich kann nicht sagen. Der Turm ist schlau platziert. Und du bist eigentlich dumm, na gut. Wir gucken nochmal, wie wir das machen. Ja, Oyel, Oyel, Krax. Was ich soll? Yay? So. Yay? Yay? Das zeigen die ganze Zeit. Yay. 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 Oh. Ah, das ist hier alles. Alles. Nee, es ist nicht mein Game so. Kann ich da. Ja, bleib mal ruhig. Nicht mit anfreunden. Ich bin die Ruhe selbst. Du bist einfach nur Johnny selbst. Oh, du bist also dumm. Oh, eieieiei. Ja, gut. Ist ein Bauernopfer, ne? Also ist jetzt kein Bauer, aber. Aber ist ein Opfer. Ist ein Opfer. So. Oh, ich bin so aufgeregt! Das ist so scheiße! Warum sagst du das, ey? Pichon. Achso, die ist einfach dumm. Weißt du, die baut ein Feld und statt dass sie dann denkt, oh, da sollte ich wahrscheinlich arbeiten, denkt sie sich, ich mach jetzt mal nichts. Ich mach jetzt einfach mal gar nichts. Alter. Maxi Markov, ne? Hey, warum hast du meinen Schwertkämpfer durchgelassen? Durchgelassen? Du hättest ihn doch einfach chasen können. Mit was denn? Mit dem einen HP-Dude, wo du dich eigentlich nur das umdrehen müssen, um einen Schlag zu machen? Ja, dass du den dahin geschickt hast, habe ich auch nicht nachvollziehen können, aber. Na, der ist halt schnell. Der ist schnell tot. Ja, der ist halt wirklich erst. Alter, dass wir so wie am Disrespekten sind, obwohl wir nur Kacke machen, ne? Aber so sind wir geboren worden. Ja, aber so sind wir leider gemacht von Gott und keine Ahnung wem noch. Vor allem sieht man ja unten die Punkte, ne? Und du hast mich halt hart abgehängt, ey. Das ist ja halt kein gutes Zeichen. Bei mir ist schon das erste Feld down. Jetzt geht's los. Kommen so die schlimmen Momente, wo man einfach nur die Holzproduktion auf Doom braucht. Na gut. So einer bist du. Boah, ich hab grad Leertaste gedrückt, um Pause zu machen. Du bist einfach ein ganz besonderer Mensch. Wirklich? Das ist jetzt sowas hier? So ein Hit and Kite, Hide Kite. Hide and Kite. Hide and Kite. Ach, Maxim. Was denn? Ich muss dich terrorisieren. Das Problem ist ja, ich glaube, dass du deine eigene Base mehr vernachlässigst, als du meiner Schaden zufügst. Ich weiß es nicht. Bisher sieht es eigentlich ganz gut aus. Run. Run, Bitches. Run, but you can't hide. Can run, but you can't run. Ah, shit. Bau doch mal mehr Häuser, du Bastard. Du
Bastard. Und wie reden Sie so mit Ihrer Bevölkerung? Boah, mal mehr Häuser, du Bastard. Das ist halt wirklich schlimm. Alter. Ja, mehr Holz, ey. Wie viel Holz soll ich denn hier noch produzieren, Junge? Ja, wer in der Phase noch ein Holzproblem hat, der hat das Spiel halt auch nicht verstanden, ne? Ja gut, ich baue ja einen Gegensatz zu dir. Alter, ne, die Leute müssen ja auch denken, ich mach eine Scheiße nach der anderen und die ganze Zeit nur am Trash-Talk. Oh, wenn jetzt noch Holzproduktion hat. Holz ist Mangelware. Nicht genügend Holz. Aber meine Felder gehen zugrunde. Oh, hast du etwa nicht genug Holz? Nee, ich meine, ich habe ja 1 Million Dudes. Die hacken nicht schnell genug. Ach, Mann. Holen. Lieber. Vor allem ist es ja wieder so ein Game, wo wir beide einfach denken, dass Massproduktion die Lösung ist. Ja, wieso? Harass ist doch was Gutes, oder? Findest du? Ja. Kannst du probieren. Alle Bataille. Wie ist denn das so, wenn man einfach Speere isst? Eieiei. Unangenehm, muss ich sagen. Alla Bataille. Ja! Gekillt. Ah, das ist natürlich jetzt hier eine verzwickte Situation. Und ich glaube immer noch, dass du alles bei dir vernachlässigst, aber es ist halt noch nicht wirklich ein Problem, ne? Das ist noch nicht bestätigt, ne? Eieiei, jetzt verstehe ich die Problematik hier. Ah, was passiert denn hier? Wie ist denn der da hingekommen, du? Ich hab keinen Bock mehr und haut dir einfach ins Gesicht, ey. Weißt du, solche Menschen braucht man aber auch, wenn man hier einer Bevölkerung ist. Ja. Wenn da 2 Arbeitslose hier rumstehen, geht arbeiten, ihr dumm Nutten, ey. Oh, Maxim, kannst du einfach nicht auf 2 Orte gleichzeitig achten? Oh, warte, was macht der hier unten? Ah! Der Durchbruch! Run, Bitches! So schön zu sehen, wie du endlich leidest. Nach allem, was du meinem Volk angetan hast. Dein Volk, ey, dein Volk besteht einfach aus Vollidioten. Wenigstens nicht aus toten Vollidioten. Aber aus Vollidioten. Ach, Maxim. Das war jetzt echt ein herber Rückschlag für dich, ne? Herber Rückschlag, na gut. Aber wie viele Einheiten ich gerade von dir kille. Wie dumm das Pathing ist. Ah, du willst also die schnelle Tour, ne? Na gut. Ach, Maxim. Wir wissen beide, dass du schon wieder am Ende bist. Du bist am Ende. Hä, du hast ein bisschen hier am Anfang Action gemacht, deine eigene Base vernachlässigt und jetzt musst du eigentlich raus. Base ist komplett fein. Deine Base sieht kacke aus. Deine Mutter sieht kacke aus. Ah, Maxi, die Pressure ist so hoch. Wie wieder? Die Pressure ist so hoch. Pressure ist insane. Ist wirklich insane, ne? Wie ready? Ja, dann mach doch was. Halt mal dein Maul jetzt. Ja, ich muss ja arbeiten im Gegensatz zu dir. So. Mehr Häuser. Du bist die Häuserschlampe, okay? Du brauchst nur Häuser. Aber genau diese Situation hatte ich quasi gerade auch, ey. Alter, ja. Ready. Bolden. Minio. Alter, was ein Game. Das ist einfach... Das ist anstrengend und nicht schön. Belastungsgrenze. Das ist halt einfach nur tödlich. Ich bin nah am Limit meiner Belastungsgrenze, so viel kann ich dir verraten. Es ist halt einfach... Ich weiß halt wirklich nicht mehr weiter. Du lügst mich doch jetzt bestimmt. Natürlich, es läuft supi. Einfach ein Belügnungsding. Bisschen schon. Also zerler... Schiffer. Ich bin einfach einen Hafen gebaut. Was
Ich brauche ja eine Reuse und das war's. Wie ich es nenne, eine Reuse. So, gehen wir mal hier den hier. Ich glaube, ich habe mittlerweile eine halbwegs solide Production. Also ich habe eh mal bei dir reingeschaut und es sah noch nicht so aus. Deine Mutter hat bei mir reingeschaut. Aber vielleicht hat es ja seitdem geändert. Ah, oh, jetzt eine von mir eingebaut. Boah, du bist halt echt immer noch... Ja, was bin ich noch? Super nervig. So. Okay, was brauchen wir? Gold jetzt, ne? Jetzt ist time for gold. Ja, und ansonsten so? Ja, aber ansonsten ist ja alles einfach nur anstrengend mit dir. Ja, du bist jetzt auch nicht unbedingt der angenehmste Spielkamerad. Seit Minute 1 bist du in meiner Base. Jetzt ein kleiner Tryhard gegen dir. Ja. Wir bauen jetzt, glaube ich, nur noch die hier. Das war ja mal ein Schuss in den Ofen, ne? Oh! Ja, und sonst so? Also ich hoffe halt die ganze Zeit, dass es hier irgendwann mein Durchbruch kommt und ich vor dir bin, aber irgendwie hältst du dich echt wacker da vorne an der Spitze. Naja, ich versuch's. Mein Glückwunsch, das funktioniert bis jetzt ganz gut. Ja. Tja, Alter. Mach halt alles auch so ein bisschen, schwierig. Wie kann man Einheiten töten? Ja. Ja. Oh, Ritter! Ah, ich habe gar nicht mitbekommen, dass du in die Ritterzeit bist. Ja, weil ich cool bin. Ja, in diesem Fall sogar wirklich. Also da. Aber früher kam doch immer so die übelste Terrornachricht, wenn einer das gemacht hat. Ja, die Zeiten haben sich geändert. Das ist jetzt natürlich ätzend. Ja. Also es gibt hier ganz klar einen Aggressor bis jetzt. Und einen lieben Menschen. Du bist nicht der Liebe. Eigentlich lieben Menschen. Der aber irgendwann auch mal die Grenze erreicht. Nee, du warst ja nie lieb. Ist ja nicht so, als wäre das eine Entwicklung gewesen. Alter, du bist echt weit vorne, ne? Ich frag mich, woran das liegt. Die Ritterzeit ist da natürlich ein... Kleiner Bonus, hast du? Ja. Ist natürlich... Vor allem bin ich davon noch so weit weg. Ich sag ja, ich habe eine bessere Wirtschaft als du. Ach, das ist halt jetzt wieder eine deiner Nonsenssprüche. So, jetzt bist du auch in der Nuttenzeit. Ja. Ist natürlich eine angespannte Ausgangslage hier. Ja, wir wissen beide jetzt ein bisschen, worauf es ankommt. Aber einer von uns ist halt klug. Der andere ist dummer. Der andere bist du. Ja. Willst du jetzt wieder Einheiten von dir selber töten oder bist du einfach nur ein Retard? Ach, nee, letzteres. Okay. Ah, okay, aber jetzt sehe ich ja wenigstens mal alles, was du hast. Das ist ja schön. So. Na gut, du willst also, dass ich mehr Gold abbaue, hm? Alter, Maxine, der nervliche Zusammenbruch ist so nah. So. Vor allem die faulen Arbeiter, die, ne? Also man hat hier den übelsten Stress und irgendwo chillen so ein paar Leute einfach rum. Denkt sich nur... Nö, arbeiten, nein. Ist nicht mein Kampf. So, na gut. Mehr davon. Nee, den nicht. Und den. Den hier noch. Okay, das funktioniert. Das machen wir schneller. Ich dachte, ich sag auch einfach mal ein paar Wörter. Das ist einfach... Alter, also ich will nicht A drücken, ich will S drücken. S wie Ritter. So. Maxim. So.
S wie Ritter. Classic Maxim Move. Ja. Okay, wie viele hast du denn beim Gold? Weil bei mir ist halt, Gold wird gerade mehr abgeholzt als alles andere auf der Welt. Okay, also bei mir ist auch, also Holz habe ich auch 2000, muss ich sagen. Da habe ich auch hart übertrieben. Aber... so läuft das hier. Geht aber noch. Okay. Vor allem die ganze Scheiße weiterzuentwickeln, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo das geht. So, ich denke mir so, es gab doch irgendwas, was irgendwas gemacht hat. Ja. Was es irgendwo gab. Ja, gut, das hilft aber niemandem weiter. Ah, da bist du. Ah, okay, ich verstehe die Problematik, die wir hier haben. Du denkst also, du könntest das machen. Denkst also. Dabei kannst du das gar nicht machen. Kannst du gar nicht denken. Vor allem die Fights gehen auch echt immer noch eng aus, ne? Obwohl du ja komplett unterlegen bist. Obwohl ich komplett noch die halbe Herde zurückhalte. Ja, gut. Das glaube ich dir. Witzige ist, wie viel Dinge hast du schon? Wie viele Runen? Relikte? Oh, ja, ich konnte ja nicht gucken am Anfang, ne? Ah, da ist dein Vorteil. Ich bin einfach der Reliktmann. Die geben ja richtig krasse Boni, ne? Die geben halt, nee, Boni, also die geben halt Gold, ja. Daher kommen deine Ritter. Da, ich brauche da übelste Nahrung, ey. Nahrungsverbrauch ist aber auch nicht hochgegangen, du. Okay, ja. Jetzt verstehe ich natürlich ein bisschen mehr. Ja, diese Relikte habe ich halt echt komplett vernachlässigt. Und das ist halt echt doof, ne? Das sollte man wahrscheinlich eher nicht machen. Aber andererseits... Ja, ich weiß nicht so. Ich war halt von Anfang an in der defensiven Rolle. Ja, nee, da kann ich mir keinen Vorwurf machen. Habe ich jetzt ein bisschen drüber nachgedacht. Ist vollkommen in Ordnung. Ah, nee, warte mal. Das können wir abbrechen. Wie kann ich nochmal Menschen irgendwo hier? Okay, das funktioniert ganz gut. Oh, Maxim, ne? Was ist los? Ja, ich bin nicht zufrieden mit dem Anfang. So, du hast mich von Anfang an in die Ecke gedrängt und das ist sehr erfolgreich. Das ist das, was ich dir eigentlich ungern gönne. Mein Maul ist weit offen. Dann wird es einfach mit einem Brechhammer. Okay, Alter. Einfach nur geschlossen. Krieg mal deine Aggression in den Griff. Alter, wo sind die Bäume hin? Die Leute wandern hier einfach 1000 Kilometer weit. Sehr doof. Du bist alle Partei. Wenn man da nur einen Herrscher hätte, der sowas kontrolliert. Wo hab ich denn hingeklickt, dass die immer sofort einen Job haben? Ach, dahin! Ja gut, okay. Das sackt natürlich jetzt relativ hart. Ja, da... Ach Mann, ey, da bin ich unzufrieden mit meiner Leistung über viele Teile. Aber ist immer noch kein Problem. Krass ist, bei mir sind halt Felder übelst OP, weil ich die nicht forschen muss, ne? Bist du nicht? Bei mir kommen die Feldsachen for free. Okay, das ist krass. Okay. Ah, das ist eine Festung, okay. Nur den Haufen da unten gesehen. Eieiei. Okay, der Attack-Move ist auf jeden Fall weird. Ah, hier ist noch so ein Typ mit dabei. Okay, irgendwie kann ich den nicht auf den Hotkey legen und ich weiß nicht warum. Ah, nee, weil die anderen sind. Zurück. Das ist ein einziges Spam von Dustin hier. Das ist sowieso. Der Spam ist krass. Vor allem, das sind berittene Bogenschützen, die irgendwie denken, Melee zu gehen, ist ja übel sinnvoll. Ach, da ist noch eine Festung. Ja, und da fällt ich ramm den jetzt einfach ins Gesicht. Oh, der hat den getötet! Der Rambock hat deinen Scout getötet, wie witzig. Was soll das denn?
Okay, ich habe irgendwie keine Kontrolle gerade über meine Truppen gehabt und das ist kein gutes Zeichen. Ich brauche den verfickten Markt, Alter! Den ich schon irgendwo gebaut? Was brauche ich denn dafür? Mann. Ja. So. So, ist jetzt hier angebrochen. Alter, sag mal Maxime. So, mein Mönch, der kriegt auf jeden Fall Mindestlohn. Der ist hier einfach nur am Ackern und kriegt kein Danke, kein Nichts. Ja, ich weiß auch nicht, ne? Also die Relikte darf man wahrscheinlich echt einfach nicht so hergeben, ne? Weiß es nicht. Ich glaube, jeder von uns, ich glaube, die Karte ist echt gut aufgeteilt, so. Ja, ich glaube, ich hätte da definitiv mehr machen können, sollen, müssen. Ei. Na gut, dann muss ich das mit dem machen. Ich sehe halt die Karte halt noch nicht komplett, ne? Das ist halt irgendwie das Hauptproblem. Ich glaube, deine Mutter ist das Hauptproblem. Alter, Maxim. Was soll ich nur zu dir sagen? Ist ja irgendwie... Ah, das hat hier sogar funktioniert. Das ist ja fucking genius von mir gewesen. So, ja. Warum habe ich hier jetzt so einen Stillstand? Okay, Einheiten heilen war einfach die beste Idee, die ich hatte, so, bisher in dem Game. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, vielen Dank. Das war auf jeden Fall genius. Ja, weiß ich nicht, Rafa, man konnte doch früher Einheiten in Türme und sowas auch reinmachen. Ja, da musst du so eine extra Taste drücken, aber die sage ich dir nicht. Ah, scheiße, ich hab's gesagt. Eine extra Taste drücken. Ja, das ist finde ich auch wirklich, wirklich schlecht designt. Oh. Oh, that makes sense. Das ist halt wirklich das Einzige, was wirklich insane schlecht designt ist. Ich war einfach von meinen Einheiten von ganz am Anfang sind halt noch voll viele da. Ah, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Übel dumm, oder? Ja. Wie ist es eigentlich so in der Ritterzeit? Habt ihr da noch... Ich sag mal so. Eigentlich ist Imperialzeit ganz cool. Ja, RIP. RIP me. RIP you. So. Ich meine, ich hab hier doch vor 10 Jahren mal das da gemacht. Sie werden von wilden Tieren angegriffen. Du willst mich doch verarschen. Okay, das ist halt wirklich lame, wenn du jetzt noch sowas angegriffen wirst. Aber das ist nicht lame, sondern es ist einfach 10 von 10 nervig. Ne? Ja, das ist halt ein cooles Prinzip, aber wenn man es gerade selbst abkriegt, denkt man sich. Weißt du, wenn man es so hört, denkt man sich, boah, voll cool, sie können von wilden Tieren angegriffen werden. Oder wirst du von wilden Tieren angegriffen in einer Zeit, wo du dir denkst, nein, da ist auf einmal RIP. Was? Würde mich doch verarschen. Wie viel Gold die ganze Scheiße jetzt braucht. Ja, ist übel insane, oder? Der Imperialzeit-Sprung, wenn du irgendwie neuen Shit machen willst, ist halt schlichtweg dumm, so. Oh, du willst was bauen? Wie hast du mit 10.000 Gold? So, ja, so, wirklich so. Naja, wir gucken mal, was hier so passiert. Weil, ich verstehe deinen Punkt. Ich verstehe deinen Punkt, dass du sagst, ja, Range... Von den Burgen ist ganz nice, aber es passieren halt Dinge. Also zum Burgen kommen. Wo ich das Gefühl habe. Ja, da kann man vielleicht was machen. Ja, ich habe mich schon gefragt, wann es soweit ist, weil ne, du hast jetzt echt lange dafür gebraucht. Das Problem ist, ich habe noch keine kluge Antwort. Ja, das Wort klug ist halt sowieso in deinen... Alter, Maxim, ne? Dein Wortschatz, ne? Eine schwierige Kiste. Na? Nimm die heavy voll, Box, ey. Sag ich da. Weißt du? It's a heavy, heavy Box. Heavy Box? Wirklich? Es ist wirklich eine Heavy Box. So. Ja, das ey, ist halt das nicht schön. Das Ganze jetzt mal verkaufen, ja. So, Forschung for free? Ja, verkaufen einfach das ganze verfickte Holz, was du übrig hast.
Okay. So viele Optionen habe ich ja wirklich jetzt nicht, ne? Weiß es nicht. Ich pack die mal wieder ein. Ach du Scheiße. Das sind ja wirklich ein paar Ritter, ne? Ja. Oh lol, den jetzt einfach zu ficken. Also ein Mindestlohnmensch ist auch weg. Ja, mein Mindestlohnarbeiter hat leider auch seine Grenzen. Ich weiß nicht, ob das so eine krasse Methode ist. Weiß auch noch nicht. Aber ihr findet es auf jeden Fall gerade raus. Ja, die sind halt dumm, die dort. Zum Glück habe ich auf die nicht gesetzt. Ja, die in ihre Auto-Attacks und so sind halt echt super dumm. Nee. Das Problem ist halt wirklich, dass Ritter so strong sind, ne? Ritter sind halt solid, ja. Die machen halt. Die sind halt mehr als solid, die sind halt. Die sind halt schon super solid. Ah, ich habe ein ungutes Gefühl bei der ganzen Sache. Alter, ich krieg die Ritter halt nicht tot. Ja, ich habe das Gefühl, Ritter war eine sehr gute Idee von dir. I have a feeling! That tonight gonna be my last run, night. Run, Skorpione, run! Ihr seid nicht gewappnet für diesen Kampf. Nee, das sieht nicht gut für mich aus. Ah, das ist... Nein! Was denn? Ja, mein Hauptgebäude ist weg. Ach so, du hast kein Hauptgebäude mehr. Oh, das ist aber jetzt aber wirklich sehr ärgerlich, muss ich sagen. Ah. Die Fronten hier zu verlagern, hilft dir jetzt auch nicht so viel. Ja, Maxim, ich glaube, die Runde geht an dich. Oh mein Gott! Ah, ja, das war eine saubere Runde von dir. Okay, aber ich bin auf jeden Fall bei der Reformscham. Also, die erste Runde geht an Maxim. 37 Minuten Alter. Spielzeit. Von Anfang an hinten gewesen. Bittere Runde. Und ja, ich bin halt schlau. Ein verdienter Sieger. Oh, war das anstrengend.